Hallo, ja, die großen Umweltschutzverbände, sind die eigentlich das Problem? Also haben die eigentlich ein Interesse an der Erhaltung der Umweltprobleme? Oder haben sie tatsächlich ein Interesse an der Lösung der Probleme? Ja, also wenn man die am 27.11. war bei der auf der Bundespressekonferenz, gefilmt von Thilo Jung auch, wenn man da die Sprecher der 5 größten Umweltverbände Deutschlands reden hört, dann denkt man, oh, das sind die großen Kämpfer dafür, dass es mit der Umwelt, dass die Umwelt sauberer, besser und reparierter wird. Und wenn man die hört, dann denkt man, oh, die sind ja so engagiert und die kämpfen ja so engagiert ich glaube, der Zuschauer neigt dann dazu zu sagen, ja, jetzt muss ich spenden, also die muss ich unterstützen, da muss ich Spendengelder machen. Und jetzt ist es ja so, dass die Scientists for Future 2, die neuen Galileis, sagen, nein, und der Kapitalismus ist viel gefährlicher als ein Karl Marx es sich je in seinen schlimmsten Albträumen ausmalte. Ich schaue mal hier drauf, also hier bei den Scientists for Future 2, Google zweites Scientists for Future 2, findet man also dann nach der Stellungnahme der zweiten Scientists for Future 2 sozusagen die naturwissenschaftliche Beweisführung, wie schrecklich sozusagen die tatsächlichen Evolutionsverläufe sind und dass wir Bürger, also dass der normale Bürger eigentlich naiv ist, weil er immer nur den schönen Schein glaubt, aber nicht das, was dahinter steckt im Kapitalismus sozusagen. Und wenn man dann weiter runter scrollt, dann findet man auch sozusagen die umgangssprachliche erste Hinführung, da sieht man, kriegt dann nochmal erklärt, dass wir eben vertrauensselige Gläubige sind. Also das heißt, ich gehe mal wieder zurück zu den hübschen Bildern. Es ist folgendermaßen. Wir neigen dazu, in Deutschland den Bock zum Gärtner zu machen. Wenn wir sozusagen über unsere Gesundheit gesprochen wird, dann haben wir da das Gesundheitssystem und wir haben und das Pflegesystem und das Ernährungssystem. Und wir glauben, die seien dafür zuständig, unsere Gesundheit zu fördern und zu erhalten. Und wenn wir dann im Fernsehen, da wird also nicht diskutiert, da werden nicht Bürger eingeladen, die noch nie einen Cent verdient haben durch Pharmaindustrie oder Medizinindustrie, sondern es werden Leute eingeladen, die ihr ganzes Leben, ihr Geld damit zu verdienen, dass das Geschäft im Pharmabereich und im Medizinbereich brummt, ja. Und daran findet man nichts, obwohl man damit also den Bock zum Gärtner macht. In Wirklichkeit müssten über alle sozusagen Industrien wie die Pharmaindustrie, Medizinindustrie und Lebensmittelindustrie neutrale Bürger, die noch nie einen Cent mit dem Thema Ernährung oder Gesundheit verdient haben, die müssen darüber verhandeln, wie sie sich ein richtiges Gesundheitssystem und ein Ernährungssystem wünschen, ja? Und stattdessen machen wir überall den Bock zum Gärtner, denn es gibt so ein paar kleine Erscheinungen, ja? Wir kommen gleich zu den Umweltverbänden zurück, aber es gibt halt so ein paar Daten, die uns also sehr in der Naturwissenschaft sehr nachdenklich machen. Das sind eben so Dinge wie
Warum geht denn jetzt, wenn doch alles unserer Gesundheit dient, in einem der reichsten Länder der Erde, das am meisten Geld ausgibt für Gesundheit, in den USA, warum haben wir jetzt die ersten Staaten, in denen die Lebenserwartung, die ja sowieso erschreckend kurz ist, wenn man davon ausgeht, dass der Mensch ein genetisches Potenzial für ca. 127 Jahre hat, dann sind ja sowieso unsere 87 Jahre Lebenserwartung bedeutend, dass wir 40 Jahre früher durch den Kapitalismus getötet werden und die Tatsache, dass die meisten Menschen mit 47 schon chronisch krank sind, zeigt ja, dass der Kapitalismus uns also schon 80 Jahre vor unserem natürlichen Sterbezeitpunkt schon chronisch krank gemacht hat. Ja? Und in den USA sterben jetzt viele Leute schon wieder früher und sterben also sozusagen der Sterbezeitpunkt wandert jetzt in den USA, in den ersten Bundesländern von 87 wieder Richtung 70 zurück. Ja? Und wir haben dasselbe Phänomen, hatten wir auf Okinawa, da gab es ganze Massen an 110-jährigen, berufstätigen, topfitten, leistungsfähigen Menschen und dann kam unsere McDonald's-Ernährung, unsere westliche Medizin und Pharmaindustrie nach Japan und jetzt sterben die Leute immer früher und immer früher und immer früher. Ja, das macht uns doch nachdenklich. Sind die kapitalistischen Industrien sozusagen, die so heldenhaft auftreten, was ist der evolutionsbiologische Hintergrund, wenn man das naturwissenschaftlich analysiert, sozusagen, was steckt hinter diesen Fassaden? Und bei den Umweltverbänden ist es eben auch das Gleiche. Also sozusagen, ich mache nochmal ein anderes Beispiel. Wir denken an Weihnachten, also an die Kinder in Afrika, Hungerhilfe und all diese Dinge, die es da gibt. Wie viele Menschen verdienen gutes Geld damit, mit den Jobs, die sie haben, in dieser Industrie, in der Spendensammelindustrie? Sozusagen. Wie viele Leute würden da alle ihre gut bezahlten Jobs verlieren, wenn jetzt die Scientists for Future 2, die zweiten Scientists for Future 2, die ja in der Lage sind, diese Umweltprobleme und diese Hunger in Afrika und so weiter, die ja all diese Probleme lösen könnten. Ja? Wie viele Leute würden da ihren Job verlieren? Also ich würde fast sagen, niemand ist so bedroht durch Lösungen des Problems wie diese Verbände. Also in der Pharmaindustrie und der Medizinindustrie und für jeden Hausarzt und so weiter. Für Ärzte gibt es auch nach einer Reform, die Ärzte belohnt für Gesundheitsförderung und für Krankheitsverhinderung, gibt es noch genügend Arbeit und genügend zu tun und so weiter. Und außerdem gibt es für die auch neue Jobs. Aber in diesen ganzen, in der Industrie, in der Spendensammelindustrie, arme Kinder in Afrika, Notleidende in Afrika und so weiter und Umweltverdreckung und Umweltvergiftung und Umweltverschmutzung sozusagen in dieser Industrie, die Leute haben oft keine besondere Vorbildung, wenn die ihre Jobs verlieren würden, weil die zweiten Scientists for Future 2, die neuen Galileis sozusagen alle Weltprobleme lösen könnten, weil sie den Kapitalismus auf vernünftige Weise beenden sozusagen, dann, ja, die hätten erstmal keine berufliche Perspektive mehr und müssten sich sozusagen mit Hilfsarbeiterjobs irgendwo durchschlagen und so weiter. Und von daher ist sozusagen, ja, jetzt kommt der nächste naive Gedanke, dass wir eben dann denken, na, aber trotzdem, die sind doch so mit allem ganzen Herzen dabei, dass sie für den Umweltschutz kämpfen und dass sie die Not in Afrika lindern wollen und alle diese Probleme beheben wollen und so weiter. Ja, aber ist das wirklich so, ist das so, dass wir unterstellen damit, dass sich sozusagen
Interessenslagen und damit ökologische Nischen, also Gewinnmöglichkeiten durch für bestimmte Sachen, nicht durchsetzen würden. Also das heißt, mir fällt da ein Jurassic Park. Da gibt es einen Zentralsatz in dem berühmten Spielfilm Jurassic Park. Und das Leben findet immer seinen Weg. In der Evolutionsbiologie hat man wirklich festgestellt, dass unsere Gesellschaft durchlässig ist. Ja? Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ein Buchverlag, der Arztromane verlegt, vielleicht schon seit 100 Jahren oder 200 Jahren. In diesen Arztromanen wird sozusagen ärztliches Handeln völlig verherrlicht und alles ist ideal und die Ärzte sind die Retter der Menschheit und der Segen der Menschheit. Ja? Und dass in der Geschichte solcher Verlage, die sowas machen, nicht auch irgendwelche Werbezahlungen von Pharmakonzernen und Medizinindustrie vorgekommen sind und dass also sozusagen diese Bücher und alle Bücher und Texte, die wir haben und Spielfilme und alles Mögliche, was wir haben in der Gesellschaft, dass das völlig unabhängig sei. Ich erinnere nur an Produktplatzierungen, an andere Möglichkeiten, dass also Wirtschaft beteiligt ist an der Produktion bestimmter Filme und so weiter. Also die Erfahrung ist eher, unsere Gesellschaft ist völlig durchlässig. Wenn sich mit einer Sache Geld verdienen lässt, dann führt das auch dazu, dass es auch dazu kommt. Also noch einmal zu den Umweltschutzverbänden wieder zurück. Also wenn ich damit Geld verdienen kann, dass ich eigentlich dabei mithelfe, dass die Hungerprobleme in Afrika bleiben und vielleicht sogar noch größer werden, weil davon mein Gehalt abhängt, weil die Spendenbereitschaft nur dann groß ist, solange diese Probleme noch bestehen. Und wenn ich mein Gehalt als Geschäftsführer bei Greenpeace nur dann weiterläuft, wenn ich die Scientists for Future 2 damit die neuen Galileis daran hindere, dass sie sozusagen das ganze Land, die ganze Industrie, die gesamte Wirtschaft zu einem Umweltreparierer und Umweltschützer mache. Wenn ich das verhindern kann, dann behalte ich meinen Job, und wenn ich das nicht verhindern kann, dann verliere ich meinen Job. Also ich will schon mal das Resümee andeuten. Also es spricht naturwissenschaftlich ganz viel dafür, dass diese Verbände, und die Erfahrung bestätigt das, dass diese Verbände so abhängig sind von ihren Spendensammelaktivitäten und dass es darum geht, ihre Jobs zu erhalten, dass sie das Problem Umweltverschmutzung eher noch zu fördern neigen, dass sie sozusagen tendenziell dazu neigen, alles zu bekämpfen, was dieses Problem lösen könnte. Ja? Also von daher kann man nur sagen, lest euch diese naturwissenschaftlichen Analysen durch. Ich gehe nochmal hier drauf. Lest euch die gesamten naturwissenschaftlichen Analysen des Kapitalismus durch und macht euch noch einmal klar, dass Umweltschutzverbände im Kapitalismus sozusagen auch wieder ein kapitalistisches Geschäft betreiben und dass sie an einer Behebung ihrer Geldquelle genauso wenig interessiert sein können wie die Pharmaindustrie an einer dauerhaften Behebung von Krankheit im Kapitalismus interessiert sein kann. Das ist ja gerade der zentrale Systemfehler des Kapitalismus. Oder denken wir an die Rüstungsindustrie. Niemand ist im Kapitalismus desinteressierter an Frieden als die Rüstungsindustrie, weil die ganzen Rahmenbedingungen des kranken kapitalistischen Systems so laufen, dass Kriegsförderung zu größeren Gewinnen führt. Also hat niemand aus der Rüstungsindustrie wird dazu neigen, jetzt große Friedensparolen zu schwingen, ja? Weil das seine eigene Existenzgrundlage ruinieren würde. Also der Systemfehler des Kapitalismus macht auch aus Umweltverbänden die größten Gegner des Umweltschutzes, weil sie alle davon leben und alle ihr Geschäft
damit machen. Genauso aus den Hunger, aus der Hungerindustrie sozusagen, diese Spendensammelkonzerne leben kapitalistisch davon, dass die Probleme in Afrika bleiben und die Not möglichst noch größer wird. Und so ist der Kapitalismus. Der Kapitalismus löst Evolutionsprozesse aus, die alles zerstören und alles schädigen sozusagen. Und von daher, und die Lösung sind nur und einzig und allein die neuen Galileis, die zweiten Scientists for Future 2, die also sozusagen rausgefunden haben, dass eben, wenn wir alle Gewinne in Zukunft abhängig machen von unseren Wohlfühlnoten und unseren Gesundheitsdaten, dann entwickelt die gesamte weltweite Wirtschaft, erstmal die gesamte deutsche oder europäische Wirtschaft, entwickelt ein vitales Interesse daran, die gesamte Umwelt zu reparieren, weil jedes Gift in der Umwelt, jedes Gift in der Nahrung, jedes falsche Vorgehen in der Medizin letztendlich zu schlechteren Wohlfühlnoten bei den Kunden und bei den restlichen Bürgern führt und so weiter. Und wir müssen wahrscheinlich so ein gestaffeltes System machen, dass also die Wohlfühlnoten der Kunden und der Mitarbeiter eine hohe Priorität haben und dann die Wohlfühlnoten zum Beispiel in der Stadt, in der sozusagen ein Gewerbe sitzt, dann berücksichtigt werden und dann als etwas weniger berücksichtigt werden die Wohlfühlnoten aller Bürger des Bundeslandes und dann der gesamten Bundesrepublik Deutschland aller Bürger sozusagen alle Wohlfühlnoten und Gesundheitsdaten mit in die Gewinnermittlung eingehen und das ist sozusagen so, dass es dann also für jeden Gewerbetreibenden so einen Berechnungsschlüssel gibt, mit dem seine finanziellen Bezüge errechnet werden. Und er verdient dann am meisten, wenn ich nie krank werde und immer gesund und glücklich bleibe und sehr gute, immer besser werdende Wohlfühlnoten abgebe sozusagen. Und das ist der, und ich zeige nochmal, wie man das findet mit diesen Wohlfühlnoten hier auf erste Zwischenschritte oder hier auf Sammlung wichtiger Links und dann hier auf erste Zwischenschritte und dann sind wir eben bei, hier unten sind wir dann wieder bei den Wohlfühlnoten. Und den tatsächlichen Gesundheitskosten und der Gesundheitskostenerwartungskurve. Also, noch einmal. Also, im Kapitalismus gibt es leider nichts Gutes. Aus jedem, das gut daherkommt, wie Umweltverbände, Rettung für Afrika-Verbände und so weiter. Aus jedem macht der Kapitalismus als System ein schmutziges Geschäft, das quasi nach und nach immer mehr Evolutionsprozesse auslöst, die am Ende dabei landen, dass die Probleme eher noch vergrößert werden, als statt diese gelöst werden. Der einzige Ausweg sind im Moment die neuen Galileis, die alle das naturwissenschaftlich erkannt haben, die zweiten Scientists for Future 2 und die eben erkannt haben, dass wir den Kapitalismus, der erste Schritt weg vom Kapitalismus oder die erste Beendigungsmaßnahme des Kapitalismus ist die Einführung der Wohlfühlnoten und der Gesundheitskostenerwartungskurven jedes Bürgers, die über alle Gewinne aller Menschen entscheiden müssen, über alle Verdienstmöglichkeiten jedes Menschen entscheiden müssen, sodass niemand mehr sich bereichern kann auf Kosten des Leides und des Leidens anderer Menschen sozusagen, sondern jeder Wirtschaftstreibende wird dadurch gezwungen,
zum echten Freund seiner Kunden und seiner Mitmenschen zu werden. Und damit haben wir sozusagen den ersten Schritt weg vom Kapitalismus. Und ja, also ich hoffe, das ist jetzt deutlich geworden, dass wir also auf der Hut sein sollten, vor allem, allem, was sich immer innerhalb des Kapitalismus bewegt. Es lebt praktisch immer von unserem Unglück, von unserem Leiden, von unseren Verletzungen im Krieg und von unserem Schaden. Und der Kapitalismus ist ein System, das grundsätzlich über Leichen geht. Also vertraue niemanden, der im Rahmen des Kapitalismus tätig ist. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass die Scientists for Future 2, die zweiten Scientists for Future 2, die neuen Galileis, sozusagen herausgehoben sind aus diesem kapitalistischen System und da zumindest einige der Wissenschaftler, die dabei sind, sich völlig frei von all den Zwängen des kapitalistischen Systems gestellt haben und gesagt haben, uns geht es ausschließlich um die Wahrheitsfindung, um die Aufdeckung der Rätsel und der Fehlentwicklung innerhalb des kapitalistischen Systems. Auf evolutionsbiologischer Basis und naturwissenschaftlicher Basis. Alles klar, danke, tschüssi.